oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer iOS-App, der App RAD, L-A-D, RAD, VHS, Glitch Camcorder VHS. 98,3 Megabyte groß, erfordert iOS 9.0 oder neuer. Grundsätzlich gratis, ihr habt dann Einschränkungen. Zum Beispiel werden in den Videos ein Wasserzeichen angezeigt, ab und zu wird Werbung angezeigt, ihr könnt keine Musik zu Videos hinzufügen und so weiter und so fort. Das Ganze könnt ihr entsperren, indem ihr ein Abo abschließt, $19.99 im Jahr, Jahr war das. Das hört sich ja noch ganz okay an, aber grundsätzlich mag ich keine Abo-Apps und boykottiere Abo-Apps. Deswegen spreche ich zwar über diese App, habe sie aber sofort, als ich das gesehen habe, tatsächlich von meinem iPad geschmissen. Gut, nun nehme ich damit auch nicht so wirklich Videos auf und hätte ich ein iPhone und hätte die App da drauf, würde ich vielleicht mir überlegen, auch irgendwie mit den Wasserzeichen einfach zu leben. Aber dazu bin ich halt auf dem iPad irgendwie, wie gesagt, nebenbei bin ich halt nicht bereit. Ihr könnt übrigens, bevor ihr das Abo abschließt, auch ein Free Trial machen, 3 Tage. Danach geht dann halt das Abo los. Das ist der VHS-Camcorder mit verschiedenen Effekten. Ihr könnt Fotos aufmachen, Videos aufnehmen, Tap-to-Add-Glitches. Man kann das Datum verändern. Import from Camera Roll, Zoom-In, Selfie-Mode, Add-Music. Das halt alles nur mit dem doofen Abo. An sich macht die App, und ich sehe natürlich ein, dass der Entwickler irgendwie Geld verdienen will, also Gratis-Variante und Full-Version, was weiß ich, für 10 Euro verkaufen. Da würde ich tatsächlich überlegen, zuzuschlagen oder einfach Werbung oder das Wasserzeichen wenigstens wegkaufen können für 3 Euro oder irgendwie sowas. Aber Abo, nee, danke, wenn das nicht stört oder wer halt mit der Basisvariante leben möchte auf seinem iPhone, kann sich aber RAD VHS Glitch Camcorder VHS durchaus einfach mal ansehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.